Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Poponia. Poponia. Okay. Gehen wir mal in den Panzer zurück. Panzer fühle ich mich wohl. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, Tony aus dem Konzept zu bringen? Tony! Ah, Rufus, setz dich doch. Komm schon, Tony, ich will doch nur ins Lager. Und genau. Ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Das sehe ich anders. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Ich muss sie nicht anfunken. Sie sitzt direkt neben mir. Das stimmt. Moment mal. Wenn ich sie jetzt anfunke, dann wird sie zwei rufen. Rufi sehen, whatever. Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Ich gebe es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Rufus. Okay, Toni, ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Das haben wir toll gemacht. Und weg war sie. Gut, dann gucken wir uns nochmal an, was wir da Schönes vollbracht haben. So, raus aus dem Panzer. Yay. Immer noch genauso aus wie vorher. Ja. So viel dazu. Go, go, Rufus, komm hier. Dann wollen wir mal zum Doc gucken. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Vielleicht kann ich ja von der anderen Seite aus zugucken, hören, wie auch immer. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Oh je. Yeah. Der Therapeut kann mir jetzt schon leid tun. Das hat sich da gar nichts geändert. Ach, Derek, du mit deinen komischen Dixbums. Da sollte ich lieber nicht stören. Warum nicht? Das geht jetzt wohl schlecht. Boni fordert seine komplette Aufmerksamkeit. Ich hoffe für ihn, dass er klug genug war, sich Ohrenstöpsel reinzutun. Vielleicht können wir sie ein bisschen ärgern. Ja... Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Na gut, dann holen wir uns den Flyer halt wieder. Hör auf rumzujammern. Schlimmer wäre es gewesen, aber komplett raus, wieder reinzugehen auf der richtigen Ebene. Kriegen wir denn... Moostherapeut? Guck sich das der kommenden Saison trägt. Ich brauche Opa Bosos Suppe nicht, um einen fliegen zu lassen. Damit würde mein Flyer auch nicht besser fliegen. Ich müsste etwas finden, um die Spitze zu beschweren. Damit würde mein Flyer auch nicht besser fliegen. Damit würde mein Flyer auch nicht besser fliegen. Ich müsste. Hat
er vielleicht was, um den Flyer zu beschweren? Das Babyphone? Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber erreichbar bleiben. Okay. Ein Irk-Bleisatz vielleicht. Meine, es ist schließlich ein Bleisatz. Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Ja, hat er nochmal gefickt eingeschädelt. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Dann gucken wir mal noch. Vielleicht treffen wir jetzt endlich mit Toni. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Flieg! Was? Yay! Yay! Hupsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Yay! Ja, wenn er jetzt drin geblieben ist, dann haben wir den Bleisatz. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdiwui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Ich auch. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Aber sowas von yay. Toni aus der Therapie bekommen. Gut. Wir haben jetzt den Bleisatz, Baby. Gleich mal ins Terminal einbauen. Passt! Wackelt und hat Luft. Okay, spannen wir das mal hier rein. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Gut, ich glaube, für den Fall der Fälle werde ich mal einen Ersatz-Irk bestellen. Wozu? Das funktioniert einwandfrei. Ich will aber ein neues Lack. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Gut, dann werden wir eine medizinische Dienstleistung beantragen. Oh yeah. Irk Strich 75. So. Muhahaha. Ab in die Rohrpost damit. Und ab ins Rohrpost-Schachtsystem. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber, jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Hey. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Upsi. Mal gucken, wie unser
so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Da bin ich echt mal gespannt, ja. Er ist weg. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow! Ah, Rufus! Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Ach, das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als Ein-Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Dass Cowboy Dodo ihn überrumpeln konnte, verdankt er nur meiner grandiosen Vorarbeit. Er war bestimmt aus der Puste, weil ich so schnell vor ihm weggerannt bin. Ganz bestimmt. Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Das ist eine coole Unterhose. Na, ist dir etwa kalt? Verstehe. Ich zieh mich nicht um, wenn jemand zuguckt. Ich bin nicht so ein Mädchen von dieser Sorte. Du bist ein Mädchen? What? Hey, Janosch. Hallo, Ruvus. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Wir sind noch immer vorsichtig. Hast du schon ein Seil gefunden? Nein. Du? Das heißt, du bist hier, um uns mitzuteilen, dass du genau was für Fortschritte erzielt hast? Gar keine? Dieser großspurige Großkatz. Mal bis an der Rohrpostleitung rumschrauben. Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Schade eigentlich. Okay. Wenn wir mal schnell zurück. Weil, wenn wir uns nämlich jetzt als Organon verkleiden, kommen wir hier auch rein. Cool, es hat funktioniert. Naja, warum sollte es nicht funktionieren? Ah, Herr Doktor, endlich! Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. Schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Sezierbesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicore. Sie meinen Chirurg? Das auch. Oh mein Gott. Ah, man kann die Organe drehen mit Mauspfeil. Oh Gott. Ich gucke lieber erstmal an, wie das hier genau funktioniert. Da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Cletus verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe, wie das Entfernen eines Bandwurms, könnt ihr auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist da schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass sich Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen.
Oh Gott. Ein bisschen eklig ist das ja schon. Was ist denn hier schon fetter? Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Oh, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Aber da mein Patientenschmerz. Okay, Lunge, Magen, noch so ein Organ, Darm, Herz. Ich glaube, es ist aber nicht ganz richtig rum. War das richtig? Oder kommt das hier rein? Au! Oder. Nee. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wie die Organe drin waren, hä? Okay, Nee, ich glaube, hier kommt das Herz hin. So? So? Das ist der Magen. Der kommt hier rein. Das. Und da rein. Und das kommt hier rein. Nee. Dann kommt das hier rein. Nee. Ja, auch nicht. Au! Und wo gehört das letzte Teil hin? Ah. Ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Na, das hat doch geklappt. Wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir ist speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit! Was für ein schönes Andenken. Ich werde wohl gegenüber anregen, dass wir ihn auf Elysium über unser Bett hängen können. Was für ein schönes... Ich werde gut... Ja... Okay, ich kann jetzt auch mit ihm nichts machen, das ist, okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Oh Gott, ich weiß, was er als Seil benutzen will. Oh, hups. Da habe ich doch ein bisschen zu weit geklickt. Zum Kriechgang wollte ich. Rufus, ich glaube, ich sehe doppelt. Doppelt? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Ja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, ich muss doch gehen. Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Ach je. Es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt der Bandwurm zurück. Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Okay. Er braucht kein Kostüm. Er geht ja schon als Cowboy.
Der Bandwurm könnte mit. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Hab auf sie weg. Hast du schon ein Seil gefunden? Nein. Du? Das heißt, du bist hier. Ach, keine? Gehen wir nochmal mit Clatous. Sag mal, was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Ach, da kann ja nichts Gutes bei rumkommen. Wo ist eigentlich Toni? Hör auf zu jammern. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Ach, das ist doch Zeitverschwendung. Ich mache einen Abflug. Nun, ich kann Sie nicht zwingen, hier zu bleiben. Die Gurte sind in der Reinigung. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie bereit sind, die Therapie ernst zu nehmen. Arrivederci, Doktor. Gut. Ich brauche Toni. Da ist er wieder. Das war nichts. Jo, jetzt ins Cockpit. Hey, Toni. Was? Boah, wie bist du denn, Drupp? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Das doch. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus? Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Yay. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. Okay, und jetzt bring mich endlich ins Lager. Jetzt, wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. Ich kann mir die Muttermilchpumpe mal ins Gesicht halten. Möchtest du etwas trinken? Du siehst so vertrocknet aus. Nicht halb so vertrocknet wie dein Hirn. Kann ja nicht jeder so einen Wasserkopf haben wie du. Was mit Bratwurst? Irre ich mich oder hast du zugenommen? Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Hä? Du hast doch noch nie abgenommen. Na doch, als wir uns kennenlernten. Stimmt. Ich hatte mich eigentlich nur verwählt. Und ich habe abgenommen. Der Fehler meines Lebens. Lotti, vielleicht hatte der... Ups, falsche Taste. Na, wirst du... Ah! Gameplay! Öl ins Feuer gießen gehört ja eigentlich zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Aber in diesem Fall... Da könnte ich mich ja genauso gut zurück auf das Fließband legen. Mama Bosos Muttermilch. Ja. Das war ja wirklich nicht vorherzusehen. Genau. Sie ist wieder ganz die Alte. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Naja, es war eigentlich nicht so wirklich die beste Idee, ne? Oh, jetzt, wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. Gut. Dann versuche ich es nochmal anzufunken. Rufus Antoni. Rufus, du schon wieder? Weißt du immer noch nicht, wann der Bogen überspannt ist? Ja, wenn er reißt, oder? Betrachte ihn als gerissen. Toni, over. Och, Menno. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Können die mir nicht leider bauen? Hey, ihr Zwerge! Anmarsch! Sind alle in einer Reihe? Ich wollte aber eigentlich... Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben die vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Oh mein Gott, yeah! Mein Gott, yeah, ich hab's geschafft! Ich hatte wieder eine Kiste ran.
Die ist fest verrammelt. Ne. Warte mal. Wir haben doch... Ja. Kufus. Kufus. Mein Name ist Kufus. Und jetzt war Rufus. Bananen. Naja, siehst du, hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50-prozentige Chance, dass ich eine tote Katze finde. What? Ich glaube, er hat so ein kleines bisschen was mit Schrödinger verwechselt. Ein bisschen, nicht viel. Das war mindestens eine 10.0. Mindestens. Was können wir dir... Okay, ich bin ein Trottel, es ist offiziell. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Kommt her, ihr Zwerge. Hey, ihr Zwerge! Anmarsch! Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben die vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Ja, so sieht's aus. Und hoppa! So, jetzt nehmen wir aber auch die Bananen tatsächlich mit. Ja, Bananen ist die Ausbeute in der Kiste ist natürlich eine. Ziemlich magere Ausbeute für solch eine große Kiste.